Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier auf unserem Kanal. Ihr seht es schon, eine ungewöhnliche Kulisse hier. Ich habe mir heute nämlich wieder Verstärkung geholt von einem waschechten Notar hier aus Waltrop. Uli Ritterswöhn, der wird uns heute hier durch das Gespräch führen. Wir haben so ein paar Fragen vorbereitet, die wir hier gleich stellen. Die werden vielleicht nicht ganz angenehm werden, die Fragen. Schauen wir mal. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Ja, Uli, danke, dass du da bist. Ja, gerade schon erklärt, wir haben ja bei Facebook, Instagram angekündigt, dass wir bald mal so ein Interview machen mit einem Notar. Und da haben tatsächlich so ein paar Follower auch eine Frage gestellt, die ich dann ganz schamlos dann gleich an dich weitergebe. Ja. Und eine Frage, mit der ich gerne starten würde, die kam tatsächlich auch, ich glaube, dreimal bei so einer Beurkundung. Ist das nicht langweilig, weil man quasi immer das Gleiche vorliest? Meint man, meint man. Klar wiederholt sich das, aber man darf natürlich nicht vergessen, die Situation ist ja nicht nur für diesen oder auf diese das Vorlesen zu reduzieren, sondern der Bereich vorher oder die Zeit vorher ist ja auch entscheidend. Das heißt, man setzt sich mit den Leuten zusammen, man kriegt die Informationen und entwickelt dann im Laufe der Zeit den Kaufvertrag. Zum Beispiel, wenn es einer ist, aber es ist ja darauf nicht reduziert, sondern die Beratung natürlich, das Darstellen von Rechtsnormen und welche Möglichkeiten es gibt. Und das macht ja auch sozusagen den Reiz aus, dass man also Stellschrauben innerhalb der Familie drehen kann. Nicht? Und wenn die also irgendwelche Wünsche an einen herantragen, dass man es auch umsetzt. Ne? Das heißt, das reine Vorlesen ist ja sozusagen nur so der letzte Ausgang, Vollzug im Prinzip, wenn man so will, ganz genau. Ne? Aber ja, ich kenne die Sachen meistens auswendig, das ist richtig. Ne? Aber wenn also ganz individuelle Dinge passieren, dann natürlich nicht. Ne? Aber ansonsten ist es wirklich so, der Reiz macht es eben aus, mit den Leuten zusammenzuarbeiten und deren Wünsche umzusetzen. Ne? Ja. Und das gelingt in den meisten Fällen ja auch. Das ist ja auch, das ist auch der Hintergrund. Zumindest, ne? Gut, Glück gehabt. Okay, kommen wir mal zur nächsten Frage. Sind eigentlich alle Notare in der Regel auch gleichzeitig Rechtsanwälte oder ist das nur, oder ist das keine Pflicht im Prinzip? Nee. Oder ergibt sich das dann irgendwie? Na, das ist historisch bedingt. Ne? Also es ist so, dass in Nordrhein-Westfalen die linksrheinischen Gebiete, das hat was mit Napoleon zu tun, der das Ganze erobert hatte und der hatte das dann da installiert. Und dementsprechend sind also alle rechtsrheinischen Gebiete in Nordrhein-Westfalen, da haben wir die Möglichkeit, Anwaltsnotare zu installieren. Ansonsten ist das in der gesamten Bundesrepublik völlig zerrissen. Das heißt also, wir haben die Nur-Notare in Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg zum Beispiel. Nicht? Und das Notariat ist da auch unter völlig unterschiedlicher Prägung zu sehen. Manche sind bei Gericht angestellt, manche machen das als Beamte, manche als Freiberufler. Das heißt also, das ist einfach eine historische Situation. Also wir haben hier in Nordrhein-Westfalen die Besonderheit des Anwaltsnotars, das ist richtig soweit. Okay. Ja. Mhm. Und ich weiß nicht, warum mir das immer noch im Kopf geblieben ist aus meiner Ausbildungszeit, weil ich hatte gelesen, dass in Baden-Württemberg die Notare die Grundbücher selber noch führen. Ist das Stand jetzt immer noch so oder hat sich das mittlerweile... Das ist tatsächlich noch so. Das ist tatsächlich noch so. Ja. Weil der Staat muss ja, wenn der in seinen Gesetzen, also im BGB, sagt, dass gewisse Geschäfte notariell beurkundet werden müssen, dann muss der Staat eben auch die Voraussetzungen schaffen, dass es auch umgesetzt wird. Nicht? Und da hat man eben gesagt, in den einzelnen Bundesländern, entweder machen wir das, dass also Notar zum Beispiel selber führt, wie du sagst auch, die Grundbücher, oder wie hier zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, dass man also sagt, okay, Anwälte, die sich bisher nichts haben zu Schulden kommen lassen, eine gewisse Zeit am Markt sind, dass man einfach sagt, wir nutzen deren Praxen, und die bekommen dann nach gewissen Vorgaben dann das Notariat, dass sie das also in der Praxis ausüben können. Okay. Also von daher ist es, wie gesagt, völlig unterschiedlich in Gesamtdeutschland. Ne? So ist das. Und so wird es gelebt. Der Trend geht, das denken wir, auch tatsächlich auch hier zum Notariat. Denn wir haben natürlich viel zu tun und da meinen wir schon, dass im Laufe der Zeit man sich da wirklich nur aufs Notariat konzentrieren muss, aufgrund der Mängel ganz einfach. Ne? Ja, und dementsprechend haben wir insgesamt in Deutschland haben ungefähr 8000 Notare. Das war mal deutlich weniger, ist ein bisschen mehr geworden jetzt. Ne? Und also die haben alle gut zu tun. Das ist tatsächlich so. Ne? Ja, ich hörte davon. Spulen wir mal ein bisschen zurück zum Anfang. Wie wird man denn überhaupt Notar? Was muss man da für einen Ausbildungsgang oder Studium? Ja, genau. Studium. Ja, genau. Belegen. Das bleibt ja nicht aus, genau. Nee, also es ist so, man muss einfach ein Jurastudium natürlich erfolgreich absolvieren. Das heißt, man muss 9 Semester ungefähr, also ich habe 10 gebraucht,
ja gut, wir haben viele Partys gefeiert, also schön. Ja, mein Gott, der gehört dazu. Ja, genau. Bochum bot sich da an. Nein, aber das heißt, man muss das erste Staatsexamen hinlegen, dann kommt eine Referendariatszeit. Ich bin ein etwas älteres Semester. Zu meiner Zeit waren es so 3,5 Jahre, ne, Referendariat. Heutzutage sind es 2. Und dann, wenn man das zweite Examen hat, muss man 5 Jahre als Anwalt arbeiten. 3 Jahre davon aber in einer Stadt, in der man mal Notar werden möchte. Mhm. Hintergrund ist, dass man sagt, okay, man muss so Land und Leute ein bisschen kennenlernen. Ob es, naja, in 3 Jahren reicht, weiß man natürlich nicht. Aber das sind die Zeiten. Und um nach dem zweiten Stadtexamen, wie gesagt, dann noch 5 Jahre Anwalt, um dann Notar zu werden, braucht man noch eine Fachprüfung. Ja? Das ändert sich so alle 10 bis 15 Jahre, ändern sich so die Zulassungsvoraussetzungen. Aktuell haben wir nennen das dritte Staatsexamen. Das heißt also, wir müssen einen langen Lehrgang durchlaufen, müssen Klausuren erfolgreich bestehen und müssen danach in die mündliche Prüfung. Ne? Und wenn man dann fertig ist, ist es dann so, dass man sich bewerben kann auf eine freie Stelle. Ne? Das heißt also, das Notariat ist vergleichbar mit einer Behörde. Ne? Das heißt also, wir nehmen also öffentlich-rechtliche Aufgaben wahr, indem wir halt die Beurkundung durchführen. Und dementsprechend kann sich also ein Notar nicht überall niederlassen, wo er möchte, sondern er muss sich auf eine freie Stelle bewerben. Uli, ja. Was verdient man als Notar? Na, sagen wir so, man verdient, man bekommt was. Also es reicht jedenfalls für 14 Tage Urlaub, ne, mhm, in Spanien, auf Mallorca. Und von daher, also man kommt damit, man kann damit gut leben. Das ist schon richtig so wahr. Ne? Ja, sehr diplomatisch. Aber man muss natürlich auch was dafür tun. Also das, ja, es ist nicht so, ne, dass, ja, man um 9 Uhr ins Büro geht und um 16 Uhr nach Hause. Ne? Das funktioniert natürlich nicht. Ne? Und dass die Arbeitszeiten sind schon länger natürlich. Ne? Und der Urlaub ist auch jetzt sparsam gesät, das muss man schon sagen. Aber es entschädigt doch. Ne? Außerdem, ja, machen wir was immer Geld. Wir machen es ja auch für Ehre. Sowieso. Pass auf, und der zweite, ja, Teil der Frage. Ja. Warum fahren alle Notare Porsche? Absolutes Klischee. Genau. Das gehört zum Starter-Kit. Wenn man also Notar wird, kriegt man einen Porsche gestellt, ah, ja, von der Notarkammer. Das ist doch dann schön, oder? Vielleicht überlege ich mir das dann auch noch mal. Ja, genau. Ich kann dich immer vorschlagen. So ein Jurastudium, ja. Ja, genau. Das klingt doch jetzt ganz interessant. Ja, genau. Also, nein, das sind natürlich Jungträume. Im Laufe der Jahre geht das natürlich dann. Ne? Aber das Klischee passt schon sehr häufig. Da hast du natürlich recht. Da also ich sag mal so, ich weiß ja, was ihr da im Notariat alles bewältigt und was, ja, ihr da für einen Job liefert. Und ich würde sagen, absolut verdient. Ne? Kommen wir doch mal dann zur Arbeit im Notariat. Ja. Welche Aufgaben kann man im Notariat eigentlich delegieren und welche muss ein Notar noch eigenhändig irgendwie stimmen? Ja, wie ich vorhin schon sagte, die Besprechungen, ne, mit den Leuten, wenn die zu uns kommen, die machen wir, mache ich. Ne? Das heißt also, ich nehme auf, was gewünscht wird, ne? Dann wird da vielleicht ein erstes Gespräch, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde geführt. Dann machen wir die ersten Entwürfe, dann mache ich den Entwurf. Die Damen bringen das erstmal in eine richtige Form und dann geben wir dann die Entwürfe raus. Ne? An die Rechtssuchenden bzw. ne, Verkaufswilligen und sowas. Und dann ist es so, dass sehr häufig noch ein weiteres Gespräch stattfindet, ne, um das noch, weil es ja innerhalb der Familie nochmal besprochen wird. Ne, oder ich fahre auch mal raus zu den Familien, das kommt auch vor, ne, wenn Leute zum Beispiel nicht so beweglich sind, ja, nicht, und dass man einfach mal rausfährt, genau. Und dann wird das einfach besprochen, nicht? Und dann wird das noch in die letzte endgültige Fassung, ne, gegossen. Und dann treffen wir uns dann zur Beurkundung letzten Endes. Ne? Cool. Aufwendiger sind andere Dinge, zum Beispiel testamentarische Regelungen. Ne? Das gehört ja auch mit dazu. Da haben wir häufig auch längere Gespräche, die sich auch in den Wohnungen abspielen, weil da auch etwas ältere Leute natürlich sind, die dann etwas, na, den Abkömmlingen, den Kindern zukommen lassen wollen. Also von daher, da gibt es nicht so viel zu delegieren. Also im Tagesgeschäft sind sie Kaufverträge meistens. Mhm. Ne? Das ist richtig soweit, ja. Uli, warum ist denn Notar bzw. Rechtsanwalt dein Traum? Beruf? Ich kann nichts anderes. Nein. Das warst du einmal ehrlich. Nein. Der Hintergrund ist ganz einfach. Als ich zur Schule gegangen bin, war es dann so, dass mir die naturwissenschaftlichen Fächer, ne, überhaupt nicht gelegen haben. Mhm. Ne? Dass dieses Schwarz-Weiß, ja, nein, ne, das war nichts für mich. Das hat sich auch in den Noten wiedergespiegelt. Ne? Für mich war klar, es muss ein Geisteswissenschaftliches Studium her und da bot sich Jura an, weil es einfach
ein unheimlich weitgreifendes Fach ist. Das heißt also, wenn man das erfolgreich hinter sich gebracht hat, steht einem doch sehr viel offen. Das ist, war damals so, Studium, also 1981 habe ich begonnen, 1989 war ich fertig. Und dann hatte man damals schon gesagt, es gibt viele Juristen, ne, wie Sand am Meer. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Juristen werden gebraucht in allen Positionen, in allen Örtlichkeiten, in allen Behörden. Und von daher kann man nur raten. Also wenn man in diese Richtung geht, dann sollte man ruhig Jura studieren. Das war der Hintergrund, ja. Und dann hat sich dann es entwickelt, dass ich das Jura schon begonnen habe. Ne? Theorie ist natürlich immer ein bisschen schleppend, da muss man durch, hilft nichts wie immer. Ne? Aber die Praxis danach ist klasse. Denn weil man dann einfach mit Lebenssachverhalten zu tun hat. Ne? Und dass man dann im Laufe der Jahre dann so die ganzen Problematiken mitbekommt, die aber dann später selbstverständlich werden. Es ist also nicht so, dass man denkt, meine Güte, ne, was ist in der Familie, was ist da so los? Ne? Sondern das nimmt man später einfach als gegeben an und guckt einfach, dass man helfen kann, ne, dass man vernünftige Ratschläge geben kann und dass man dann auch deren Interessen durchsetzt, natürlich vor Gericht. Ne? Als Anwalt jetzt, wie gesagt, erstmal Parteivertreter. Und da gibt es also viele lustige, witzige, natürlich traurige Geschichten im Laufe der Jahre. Mhm. Ja, 30 Jahre mache ich das ja. Ne? Und ich auch mit 12 angefangen zu studieren. Und dann bin ich jetzt 60 geworden. Und von daher hat man da auch eine gewisse Erfahrung im Laufe der Zeit. Ne? Und nein, also ich bin an der Stelle, an der ich bin, genau richtig. Ne? Ich fühle mich da wohl, ich mache das gerne. Und von daher, wie gesagt, verzichtet man auch ganz gerne mal eben auf, was ich da 6 Wochen Urlaub im Jahr oder sowas. Ne? Mhm. Das ist völlig okay. Nein, also da bin ich genau richtig hier. Du hattest gerade schon deine Erfahrung angesprochen. Ja. Mich würde jetzt natürlich noch so zum Abschluss interessieren. Ja. Was war dein spannendster Fall als Rechtsanwalt und was war deine verrückteste Beurkundung als Notar? Ich werde das mal in meinem Buch schreiben, wenn ich mal aufhöre zu arbeiten. Oh, das werde ich lesen. Genau. Nein, also da passiert eine Menge. Da passiert schon eine Menge. Es gibt einige Dinge natürlich, die vergisst man nicht. Und zwar, das war tatsächlich hier in Waltrop. Und zwar habe ich mal jemanden vertreten, der hatte ein Wohnmobil. Ne? Das war mangelhaft. Und dieses Wohnmobil musste jetzt gewandelt werden. Damals hieß es noch Wandlung, heute heißt es Rücktritt. Und da mussten wir vor dem Landgericht in Bochum einen Termin wahrnehmen. Und es war erst ein anderer Kollege in dem Verfahren drin. Und dieser Kollege hatte das leider versäumt, den ersten Termin, der bereits stattgefunden hatte vor einiger Zeit, den wahrzunehmen. Deswegen war ein Versäumnisurteil ergangen. Das bedeutet, der zweite Termin, der muss wahrgenommen werden, sonst verliert man den Prozess, ob man nur weil mich da ist. Okay. Also ist er dann zu uns gekommen und das war eine tolle Sache. Der Mandant war großer, kräftiger Mann, ist er heute auch noch und ich auch. Und dann haben wir damals in einem ganz kleinen Auto gesessen, so ein MX-5 war das. Ne? Und dann mussten wir um 21:45 mussten wir spätestens in Bochum sein. Und dann sind wir hier über die Autobahn gefahren, über die A2 und sind dann auf die A43 gefahren. Und was ich aber versäumt hatte, gar nicht mehr am Schirm hatte, da waren Staus, ne, aufgrund einer ewigen Baustelle. Und dann saß und dann standen wir da im Stau und die Zeit drängte jetzt. Wir mussten unbedingt ankommen. Und dann habe ich ihn gefragt, also wenn wir jetzt einen Strafzettel kriegen, ob er sich daran beteiligt. Ja, er bezahlt den. Gut. Und dann, wie in The Fast and the Furious, sind wir dann über die Autobahn vorwärts, rückwärts an den Autos vorbei gehupt. Ne? Und das Ganze dann so bestimmt über eine Entfernung von knapp 10 Kilometer bis Bochum. Ne? Und wir waren wirklich wenige Minuten, bevor ein so ein zweites Versäumnisurteil ergangen ist, haben wir dann waren wir dann im Gerichtssaal. Den Prozess haben wir gewonnen, Gott sei Dank. Okay. Also das werde ich nicht vergessen. Wenigstens ein guter Ausgang. Ganz genau. Und wenn ich den Mandanten hier noch sehe, ab und zu in Waldorf, er lacht sich auch immer kaputt. Wissen Sie noch, Herr Ritter? Ja, sowas vergisst man nicht. Ne? Das war wirklich klasse. Ne? Also das war klasse. Und das war ziemlich am Anfang noch der Tätigkeit. Ne? Aber so zieht sich das durch. Du hast immer irgendwelche Fälle, in denen du sagen kannst, Mensch, it's kind. Ne? Dann haben wir mal eine Wandlung gehabt, auch eines Motorbootes. Ne? Ein hochwertiges Motorboot. Und dann hatte irgendeiner das Ding angezündet, damit es nicht mehr gewandelt wurde. Also alles so Dinge, kein Mensch weiß, was da los war, aber es gibt schon spannende Sachen, ja, auf jeden Fall. Okay. Ne? Also man kann da in Sachverhalte reinriechen und es gibt nichts, was es nicht gibt. Ne? Alle Lebensverhalte passieren tatsächlich. Ne? Und das macht die Sache auch spannend, tatsächlich. Ja, ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Das macht die Sache spannend, ja, genau. Da lebt man schon einiges. Gibst du uns noch einen kurzen Einblick in eine Beurkundung, die dir vielleicht auch nicht aus dem Kopf geht? Die Beurkundungen selber laufen eigentlich recht sachlich, das ist schon tatsächlich so, aber unvergessen natürlich auch ein Kaufvertrag, den wir vor einiger Zeit beurkundet haben,
Das kam mir schon ein bisschen komisch vor, ob dann tatsächlich derjenige, der dann da der Käufer sein sollte, das auch als bezahlen konnte. Aber gut, wir haben es erstmal gemacht. Und dann war das dann so, du lachst, dann kam also dann später der Käufer an und wollte dann mit Gold bezahlen. Er kam also mit einer Tasche an, ne, machte die dann auf und sagte, kann ich meine Ritterswünsche sprechen? Ja, kommen Sie mal rein. Machte die Tasche auf, ne, und hob dann, Gold, nicht? Und Goldstücke und teure Uhren und sowas, lag er dann und sollte dann den Kaufpreis, das waren einige 100.000 Euro, wollte er dann bezahlen. Und dann habe ich gesagt, nein, habe ich ihm gesagt, das könne ich dann doch nicht annehmen. Oh mein Gott. Ja. Okay. Und das ist schon krass. Ne, aber das sind so Dinge letzten Endes passiert. Ne? Aber nein, das geht da nicht. Wie oft passiert das? Selten, selten. Deswegen bleibt einem das natürlich auch haften, ist auch klar. Okay, das ist ja, wenn irgendwann mal jemand eine Maklercottage irgendwie in Form von Gold und Schmuck zahlen will. Genau. Mal gucken, wir sind da vielleicht ein bisschen flexibler. Ja. Nein. Nein, wir dürfen es natürlich nicht und wir müssen das Geld ja auch versteuern, angeben und 19% Mehrwertsteuer ab. Also das, solche Dinge dürfen nicht passieren, das machen wir nicht. Aber lustige Geschichte. Das bleibt ganz, das bleibt sauber, genau. Ja, genau. Ein Dankeschön an dich. Och nein. Ein Gast muss man ja bestellen. Auch mit Gründgen und befreit. Ja, man muss auch wissen, von wem das ist. Hey, super. Rego. Vielen Dank. Vielen sehr Dank. Gerne. Sehr schön, super. Gründgen und befreit. Ja, vielen Dank. Ne? Bedanke gerne. Ich mich. Wäre doch nicht nötig gewesen. Ach, Uli. Ja, vielen Dank. Schön. Gut. Okay, liebe Freunde, das war das Interview. Wir hatten eine Menge Spaß, würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass wir das auf 5 Minuten hinkriegen. Hat jetzt nicht so wirklich funktioniert, aber wir waren so im Flow und es hat echt Spaß gemacht. Jederzeit wieder, danke. Ich hoffe, ihr konntet euch wie immer auch daran erfreuen und konntet nützliche Informationen daraus ziehen. Vielleicht startet ihr ja demnächst euer Jurastudium. Jetzt habt ihr ja schon ein paar lustige Einblicke bekommen. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr der Meinung seid, das müssen meine Freunde unbedingt sehen, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video auch teilt und liked und ihr wisst alles, was dazu gehört. Und dann würde ich sagen, alles Gute, bis bald, bleibt fröhlich und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.